Der Dragon Ball liegt im Meer in einem Schiff. Okay, das wusste ich nicht, dass hier unten auch Schiffe sind. Das finde ich cool. Und wir finden hier sogar Fische. Das finde ich halt auch mega nice. Okay, der ist also nicht unterm Schiff. Dann ist der im Schiff anscheinend. Ah, da. Nee. Weil die Markierung ist hier drin. Ist der doch auf dem Schiff? Da ist er. Look at the shine on this thing. I bet it's delicious. Wait, I think there's something down there. Sehr schön. Jetzt fehlt uns nur noch ein einziger Dragon Ball. Hier ist er nicht, denn ja. Gucken wir mal, wo denn der letzte Dragon Ball ist. So, der letzte Dragon Ball ist da oben beim Olivendorf. Und wenn wir uns da noch schnell hinbegeben, damit man dann halt dementsprechend dann bei den Quests weitermachen kann wieder. Vielleicht haben wir ja sogar hier noch eine Quest irgendwo. Nee. Aber der Dragon Ball ist auch hier nicht weit entfernt. Und ich finde auch sehr schön, dass man den schon vorab sieht, dass man da nicht alles abfliegen muss vorher. Also das Spiel macht es einem da doch schon sehr einfach. Ah, okay, schade. Ich dachte, ich könnte ihn so weghauen, aber der ist in dem Level einfach zu hoch. Bam. Okay, der ist dann schon mal K.O. Sehr schön, das ging sehr, sehr easy. Und da haben wir den letzten Dragon Ball. Jetzt haben wir alle 7 Dragon Balls gefunden. Die Frage ist, können wir ihn jetzt so beschwören? Cool, wir können uns echt direkt was wünschen. Ich möchte nochmal gegen Raditz kämpfen. Ich möchte nochmal. Ich will seltene Gegenstände machen. Ich will reich sein. Komm, wir holen uns das mal. Ich hoffe, dass man die Dragon Balls. Ich glaube, die haben einen Cooldown. Das heißt, man könnte quasi beim nächsten Mal nochmal alle sammeln. Oder ich sammle die offscreen einmal ein. Aber erstmal. Shenlong ist da, um unseren Wunsch zu erfüllen. Na, ich möchte einen seltenen Gegenstand haben, bitte, Shenlong. Wunschergebnis. Okay, das sind alles Essenssachen. Erweckendes Wasser. Überragend erweckendes Wasser. Okay, da habe ich mir jetzt eigentlich was Schöneres drunter vorgestellt, aber. Ist trotzdem nicht so verkehrt. Die Dragons wurden überall auf der Welt verstreut. Okay, hier ist auf jeden Fall keiner gerade. Kann natürlich aber auch sein, dass die aktuell auch gar nicht angezeigt werden. Weil die ja normalerweise, so war es ja auch in der Serie, erstmal dann eine ganze Weile zu Stein sind. Und so scheint es dann hier aktuell nämlich auch zu sein. So, dann begeben wir uns mal in die Region von Son Gokus Haus. Können eigentlich nochmal bei Son Goku und bei den anderen mal gucken. Hey, sieht aus, würdest du. Was? Wir haben wohl Versprengen von Freezer und Armee zu verdanken. Ich konnte das noch nicht mal richtig lesen, da ploppte schon das nächste auf. Wie viel XP? Okay, der braucht noch 170.000 für das nächste Level. Bei Son Gohan sind es nur noch 8.000. Das geht vollkommen nah in Ordnung. Und wir können bei ihm eigentlich mal gucken. Effekt bleibt nach dem Erhalten aktiver Trefferzahl für Nahkampf-Kombos. Ja, warum nicht?
Das können wir auch lernen, damit er ein bisschen stärker ist. Aufgeteilten Abwehrbrecherschaden. Ja, komm. Betäubte Gegner können wir auch mal den Schaden erhöhen. Masengu kann man auch mal verstärken, dann war es das bei ihm auch schon. Dann gucken wir uns das noch. Mann. Gucken wir uns das auch noch mal bei Piccolo an. Der braucht auch noch 138.000. Und er muss auf jeden Fall auch noch mal trainieren. Das heißt, mit ihm werden wir dann irgendwann auch mal trainieren müssen. Das Thomas Skillen. Aktuell haben wir Gott sei Dank genügend von den Kugeln. Komm, das da oben können wir eigentlich auch skillen. Da können wir aktuell aber nichts mehr machen. Schade. Ach, verdammt, bei ihm wollte ich gar nicht rein. Jetzt gucke ich bei ihm nochmal rein. Habe ich da nämlich irgendwie. Ach, wir haben so viele von den blauen Kugeln noch. Da können wir das ruhig alles hochziehen. Und dann gehen wir bei Son Goku auch nochmal rein gerade. Ja, komm, 200 von den roten Kugeln, das ist ja wohl gar nichts. Okay, dann haben wir die nämlich zum Beispiel schon mal das, was wir machen können, komplett aufgepimpt. So, da oben wäre nur ein Rennen, das interessiert mich aber nicht so besonders. Jetzt haben wir wieder hier ein paar nette Kügelchen. Können wir mal einmal bis hier fliegen. Sehr schön. Und ein paar Äpfel mitnehmen. Ich kann es gar nicht erwarten, seine Reaktion zu sehen. Okay. Young Chu will etwa die Fresse verkloppt bekommen, oder was? Hey Young Chu, was geht hier vor? Ich muss dir unbedingt was sagen. Ach ja? Wir haben eine saftige Überraschung für dich. Saftig? Kann man die essen? Nein, was? Nein, also ich meine auf eine gewisse Weise schon. Hahaha. Wir haben eine Feier zu Ehren deiner Rückkehr zur Erde vorbereitet. Eine Feier für mich? Ja, wir haben alle so lange auf dich gewartet. Was wäre da besser als ein großes Miteinander bei einer Feier? Du kommst doch, oder? Ja, das können wir doch gerne machen. Der Wettstreit mit Freunden. Ein Wettstreit mit Freunden. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt, was da kommt. Okay, bin dabei. Super, okay. Dann geh zur Region beim Luca-Dorf in der östlichen Schlucht, wenn du soweit bist. Da findet die Feier statt. Die findet doch nicht etwa bei Bulma statt? Nee, ich dachte, es wäre schön, sie mal woanders zu veranstalten. Okay, dann sehen wir uns dort, da. Klingt gut, Alter. Bis dann. Okay, das ist aber nicht hier in dem Gebiet. Ne. Okay, das heißt, wir müssen wirklich wieder auf die Weltkarte zurück. Wo ist denn das Luca-Dorf? Ach, da oben. Da waren wir doch eben schon. War das nicht das Gebiet, wo wir eben Shenlong gerufen haben? Ich glaube schon. So. Was ist denn das? Achso, das war noch die Markierung von vorhin. Ach, hier hinter uns. Okay, Bullmaster. Ja gut, wir waren hier gerade auf einer Party und hier kommt Freezers Armee auf Aufklärer. Der ist jetzt schon mal down. Okay, den haben wir schon mal behindert geschlagen. Sehr schön. Bulma ist da, Young Chu ist da, Tenshinhan ist da, Shaozu ist da, Krillin ist da, Muten Roshi und Oolong. Das war's dann auch schon. Hey Leute! Hi there.
Da bist du ja, Son Goku. Wir haben auf dich gewartet. Wir haben uns zwar schon gesehen, aber wir wollten dich noch einmal in größerem Rahmen willkommen heißen. Boah, danke, Leute. Wir können uns später noch unterhalten. Bringen wir die Party in Schwung. Es gibt ein leckeres Buffet. Toll, du bist die beste Bulma. Was? Ah, okay, da ist auch Vegeta. Hoppala, Vegeta, du auch hier? Hätte nicht gedacht, dass er kommt. Ja, ich habe ihn mitgeschleppt. Hab gesagt, sonst bekommt er nichts zu essen. Sehr gut, Bulma. Blöde Erdenfrau. Los jetzt. Weniger reden, mehr essen. Hauen wir rein. Beim Essen schwelgen Son Goku und die anderen in Erinnerung auf ihren Aufenthalt auf dem Planeten Namek. Sie reden über Dende und den Oberelsten Guru und über den Kampf gegen das Ginyu-Sonderkommando und Freezer. Aber das ist noch nicht alles. Sehr beeindruckend, dass ihr einen Superschurken wie Freezer besiegt habt. Aber er konnte fliehen. Trotzdem bist du einfach unglaublich, Son Goku. Du ziehst immer diese krassen Stunts ab. Gibt es irgendwas, was du nicht kannst? Unsterblich sein? Nicht so naiv sein? Give me a break. Dieser Super Saiyajin-Verwandlung, du spielst jetzt wirklich in einer eigenen Liga. Das kommt von Vegeta immer. Weil er weiß, dass er Son Goku, mit Son Goku nicht mithalten kann. Ohne dich hätten wir Freezer nie besiegt, Son Goku. Du bist der Hammer. Ich glaube, man kann mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass Son Goku jetzt der stärkste im Universum ist. Ja, da könntest du recht haben. Das dulde ich nicht, verstanden? Wage ja nicht, auch nur eine Sekunde zu glauben, du wärst der Beste, nur weil du zum Super Saiyajin werden kannst. Vegeta? Kämpfe gegen mich, Kakarot. Sagen wir mal, du bist wirklich der Stärkste, dann wäre ich doch die Nummer 1, wenn ich dich besiege. Was hast du für ein Problem, Vegeta? Sei nicht so ein Spaßverderber. Ja, das ist er manchmal wirklich. Hehe, okay, Vegeta, ich bin dabei. Son Goku, im Ernst? Das wirst du noch bereuen, Kakarot. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Vor allem, wir können uns in Super Saiyan verwandeln, eher nicht. Jetzt mal schön in Super Saiyan. Okay, das machen wir nochmal. Okay, wir lassen uns mal schnell besiegen. Wir lassen uns mal schnell besiegen nehmen. Na komm. Komm, besieg mich schon, Vegeta. Warte, aber verdammt lang, um uns gerade zu besiegen. Von gerade eben hat er mir noch so einen Schaden gemacht und jetzt kriegt er mich irgendwie nicht platt. Warum? Ja komm, Vegeta. Gib dein Bestes. Trouble. This guy's tougher than I thought. Ich kann den Kampf aber leider nicht neu starten. Das ist ein bisschen doof, dass man das nicht machen kann. Ich muss mich quasi erstmal besiegen lassen, bis ich dann neu starten kann. Das ist mich etwas doof gemacht, ganz ehrlich. Komm, jetzt mach hin, Vegeta, wäre essenseitig. My
und ich bin. Ich wehre mich gar nicht. Und irgendwie will ich mich nicht besiegen, habe ich das Gefühl. Ich stehe auf der Stelle. Du wirst mich ja doch besiegen können jetzt, oder? Ja, komm, noch ein Schlag. Sehr schön. Jetzt hat er es wenigstens geschafft. Neuer Versuch. Ja, mächtig. So, jetzt haben wir nämlich Vegeta zum einen seine... Jetzt könnte er wenigstens mal aufdrehen. Okay, der ist mal schön ausgewichen, der Pisser. Wenn man nämlich richtig aufdrehen, hat er nicht so die Chance. Aber man muss halt auch sagen, wir haben unseren Live-Balken eh schon ziemlich angekratzt gehabt, als wir hingekommen sind. Okay, ich muss anscheinend den Balken im Auge behalten, damit ich den Super Saiyan halten kann. Schon zum Goku. Oh, ich sollte vielleicht nicht die ganze Zeit die gleichen Tastenkombis drücken, dann macht man auch seinen Super Saiyan-Modus raus. Autsch. Oh Mann! Okay, das wird wahrscheinlich wieder kein S-Rang. Auch nicht so dramatisch. Ich habe eigentlich gehofft, wir könnten ihn richtig locker flockig platt machen, aber Vegeta hält schon doch ganz gut mit. Und das, obwohl wir als Super Saiyan gerade kämpfen. Ey, der hat aber auch immer ein Glück, dass, wenn er seine Scheiß gar nicht gern abfeuert, dass ich genau in dem Moment mich nicht wirklich bewegen kann, aber das war es jetzt Gott sei Dank mit ihm. Ein B-Rang, ey, das ist echt lächerlich. Aber scheiß drauf. Sieht so aus, als gewinne ich diese Runde. Wir sind noch nicht fertig, ich will eine Revanche. Wow, Vegeta, du willst wirklich nochmal? Das reicht, ja, Bulma ist die Energische. Ihr Schwachköpfe hat das ganze Essen umgeworfen. Ups, tut mir leid. Ihr ruiniert die ganze Feier. Ihr könnt eure Differenzen nicht aus dem Weg räumen, ohne hier alles zu verwüsten. Was ist das? Das sind die Bipedal-Robo-Walker, die meine Firma gerade entwickelt. Was zur Hölle ist das? Wenn ihr beide euch unbedingt miteinander messen müsst, dann macht doch ein Rennen damit. Sei nicht albern, warum sollten wir diese Apparate benutzen? Hey, das könnte lustig werden. Ich wette, dass ich euch mit so einem schlage. Dann wäre ich auf gewisse Weise der Stärkste im Universum. Ja, Yangchu, du kannst gar nichts. Dann lass mich mal mit einem einsteigen. Ich würde auch gerne wissen, wie ich mich daran schlage. Na, damit hätten wir offenbar unsere nächste Partyspiel gefunden. Okay, Leute, lasst uns ein denkwürdiges Rennen veranstalten. Der Erste bekommt von mir einen Spezialpreis. Allerdings im angemessenen Rahmen. Ich habe schließlich meine Grenzen. Echt jetzt? Deine Grenzen liegen aber wesentlich höher als bei sonst irgendjemand. Der Preis könnte also praktisch alles sein. Die Feier sprengt gerade alle Grenzen. Ja, das ist wahr. Aha, ja, das machen wir wohl gerade. Okay, lasst uns mit dem Rennen loslegen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir wirklich ein Rennen machen müssen. Und Kurin ist im Ziel. Gut gemacht, Krillin. Damit bist du zwischenzeitlich Erster, okay?
Boah, wirklich Wahnsinn, der Spezialpreis gehört so gut wie mir. Saubere Arbeit, Krillin. Ach, er ist schneller. Jetzt kommt Son Goku. Ich habe zwar keine Ahnung, wie man das Ding lenkt, aber ich werde es mal versuchen. Was zur Hölle? Wollen die von mir? Bipeda, beim Bipeda Roboter Walker Zeitangriffen kannst du gegen die Uhr, während du auf einem Weg zum Ziel durch Kontrollpunkte läufst und springst. Pfeile weisen dir den Weg. Berühre Boosteringe, um deinen Spring noch höher zu gelangen und Orte zu erreichen, die du nie für möglich gehalten hättest. Wer weiß, vielleicht findest du so ja nützliche Abkürzungen. Okay, aussteigen. Mineralienradar springen. Hä, ich dachte, wir machen ein Rennen. Bewegen, Kamera. Also ich glaube, wir brauchen erstmal nur Steuerkreuz und A. Alright, let's do this. Yeah. Okay, das macht uns nicht wirklich schneller. Okay, das ist scheiße. Was zur Hölle war das denn für ein Kack? Was zur Hölle? Alright, let's do this. Das ist schon ein bisschen schräg. Okay, ein bisschen ist gut, das ist total schräg. Man, this feels great. Ah, okay. Ich dachte, man müsste da von unten reinspringen oder so. Hä? Wo muss ich denn jetzt lang? So. Das habe ich jetzt im ersten Moment irgendwie nicht so ganz gerafft, warum das wieder in die andere Richtung ging. Okay, das machen wir jetzt gleich nochmal. Das ist ein bisschen strange, aber ich weiß nicht, da, also das an sich ist ein lustiges Minispiel, obwohl ich finde, das hat eigentlich nichts mit dem Spiel, beziehungsweise nichts mit der Serie zu tun, weil Son Goku hat niemals so einen Teil bewegt und er würde das auch gar nicht überhaupt hinkriegen. Also von daher ein bisschen strange meiner Meinung nach. We should be able to make it, right? I bet this thing can go even faster. Yeah. Man, this feels great. Woohoo! Yeah. Ich dachte, das Rennen fängt von neu an, dann stand das nicht gerade da? Das kann ja echt was werden. Also da weiß ich nicht so wirklich, was die sich dabei gedacht haben. Aber ja. Erstmal an der Kante hängen bleiben, auch sehr schön. Boah, das war knapp, da sind wir fast gerade runtergefallen. Not
Alter Schwede, wir sind erst beim zweiten Kontrollpunkt. Ja, und bleiben hier an einem blöden, dusseligen Stein hängen. Sehr geil. Ja, das ist ein bisschen strange, aber gut. Gut zum Geier. Okay, da müssen wir lang. Also die Orientierung, beziehungsweise wo man lang muss, wird zwar teilweise durch Pfeile angezeigt, aber es ist teilweise nicht wirklich ersichtlich, was wir hier machen. Okay, ich habe kaum noch Zeit. Okay, das wird knapp. Ja, super. Warum fällt der denn an derselben Stelle wieder runter? Ist das ein Scheiß, ey. Oh, jetzt muss ich das nochmal machen. Ich repariere das, dann kannst du nochmal... Alter, jetzt muss ich die ganze Kacke echt nochmal machen. Mann, ist das ein Scheiß, ey. Oh Gott. Das sind so Sachen, die gehören einfach nicht in Dragon Ball rein. Warum? Ja. Woohoo! Man, this feels great. Ja. We should be able to make it, right? I bet this thing can go even faster. Komm schon. Sehr schön. Yeah. Man, this feels great. Woohoo! Ha! Yeah. Ha! Yeah. Ha! Ich weiß nicht, wie ich da hätte da hochkommen sollen mit dem Ding, aber gut. Aber gerade knapp, ey. Da wären wir fast runtergefallen. Ist aber echt ein bisschen seltsam zu steuern, auch das Ding. Ja, dann bleiben wir hier wieder hängen. Meine Fresse, ist das ein Scheiß, ey. Jedes Mal bleibt man an so einer Fuck-Kante hängen. Alright, let's do this. Das ist mal richtig fucking kacke, ey. Ich frag mich echt, welcher Vollidiot sich das hier ausgedacht hat. Mal richtig dämlich, ey. We should be able to make it, right? I bet this thing can go even faster. Man, this feels great. Woohoo! Yeah. Yeah. Ja, geil, das funktioniert also auch nicht. Irgendwie ist das ein bisschen komisch gemacht. Aber wir wollen es schaffen. Ich gebe nicht auf, bis ich es geschafft habe. We should be able to make it, right? I bet this thing can go even faster.
Hier sollen wir jetzt richtig schnell hochkommen. Das Problem ist, dass hier manchmal die Steine auch ein bisschen rumbuggen. Scheiße, dass ja, wenn in solchen Spielen es so krass rumbuggt, dass du deswegen Rage quittest irgendwann. Komm schon, komm schon, komm schon. Boah, ganz knapp in einer Sekunde. Also, es ist keine Top-Zeit. Du hast es geschafft, Son Goku. Du bist schneller als Krillin. Hehe, super. Das gibt's doch nicht. Ich kann dich kann ich dich denn niemals besiegen? Keine Angst, Krillin. Der mächtige Yamchu wird dich rächen. Zehn, aus welchem Holz du geschnitzt bist, Yamchu? Yamchu ist dran. Vor euch steht der Sieger. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der das geschafft oder aber verkackt. Und Yamchu ist im Ziel. Wow, Yamchu, du warst wirklich schneller als Son Goku. Ha, das war ich. Saubere Arbeit, Yamchu. Was soll ich sagen? Ich bin eben ein echter Profi. Aber das Rennen ist doch nicht vorbei. Der nächste könnte deinen Rekord noch schlagen. Tja, das stimmt wohl. Wer kommt denn jetzt, Bulma? Mal sehen. Jetzt müsste Vegeta dran sein. Ja, Vegeta. Der Fitman, ich habe ihn schon länger nicht mehr gesehen. Vegeta ist abgedampft. Er meinte, er hätte was Besseres zu tun. Unglaublich, so ein Blödmann. Okay, wenn Vegeta weg ist, kommt jetzt Piccolo. No. Ich passe. Bist du sicher? Okay, okay, dann bleib noch. Mal sehen. Dann war's das. Ich habe gewonnen, oder? Nicht so schnell, Wolfsjunge. Du hast uns vergessen. Ach, ihr meint euch mit? Ihr macht auch mit? Wir sind sogar schon gefahren, während ihr euch unterhalten habt. What? Was? Ihr seid schon fertig? Ja, und Pool hat die Zeit gestoppt, damit alles fair läuft. Und, was haben die beiden für eine Zeit, Pool? Sie waren wesentlich schneller als du, Yamchu. Was? Aber ich wollte doch gewinnen. Hehe, keiner hat gesagt, dass man nicht im Team antreten darf. Ich habe die beste Strecke gesucht, damit Oolong sich auf das Fahren konzentrieren konnte. Boah, ihr seid echt gut. Tja, da jetzt keiner mehr kommt, haben wohl Muten Roshi und Oolong gewonnen. Klingt so. Juhu, yippie. Ich frage das ja nur ungern, aber was wollt ihr für einen Preis? Das ist einfach. Wir wollen Höschen. Obwohl, war es so geil, er jagt das Ding in der Luft. Wow, der Roboter wollte offenbar nichts Perverses von euch hören und ist einfach in die Luft geflogen. No. Moment mal, ihr habt eindeutig... Ach, wisst ihr was? Vergesst es. Aber sie haben eine krasse Zeit hingelegt. Ich war genauso schockiert wie der Rest. Perverse Gedanken sind eine enorme Kraftquelle, zumindest bei uns Menschen. So haben sie also gewonnen. Du bist ja ein wahrer Wissensquell, Yamchu. Nein, Yamchu ist eine Flachpfeife, kann nicht kämpfen und ist auch strohdoof, aber gut. Ist das wahr, Tenshinhan? No. Frag mich nicht sowas. Wait. Okay, Themenwechsel. Vielen Dank.
Ihr habt euch ein klein bisschen verändert. Was redest du da? Natürlich haben wir uns verändert. Warum sollten wir uns verändern? Was? Natürlich haben wir uns nicht verändert. Warum sollten wir uns verändern? Ja, ich meine, denk doch mal nach. Du bist jetzt zwar der Stärkste im Universum, aber doch auch immer noch der Alte, oder Son Goku? Es wäre echt schlimm, wenn du plötzlich anders zu uns wärst. Guter Punkt. Du bleibst weiter, du, Son Goku. Wer bleiben wir? So soll es sein. Alter, endlich haben wir die Quest abgeschlossen. Meine Güte, war die schlimm. Ich muss dieses Ding nicht unbedingt nochmal fahren. Oh, dieses ganze Gerede über Veränderungen erinnert mich an die Zeit, als du auf Namek den Körper mit Captain Ginyu getauscht hast, Papa. Boah, du hast mit jemandem den Körper getauscht? Ach ja, habe ich ganz vergessen, das war krass. Hat da ganz vergessen. Und so bereiten alles und Goku eine schöne Rückkehr. Wir wollen Höschen für Mädchen. Verdammte Trottel. Ja, wie geht das wieder angepisst wie immer? Okay, dann haben wir nämlich hier die Nebenquest erledigt. Wir haben hier noch das. Achso, dieses Zeitrennen können wir jetzt jederzeit machen. Okay. Gut, müssen wir aber nicht unbedingt jetzt nochmal wiederholen. Ich brauche das nicht unbedingt. Ich glaube, ihr wollt das komische Rennen auch nicht unbedingt nochmal sehen. Ist auch, glaube ich, besser. So, sonst kriege ich, glaube ich, auch sonst. Sieht aus, als wären die Dragons wieder hergestellt. Mit dem Dragonradar kannst du sie finden. Okay. Ja, machen wir jetzt aber nicht. Wir haben die ja eben erst uns quasi wieder beschafft. So, ich würde aber sagen, da wir ja die Ankunft von Trunks mitbekommen haben, wir haben ja einige Nebenquests erfüllt, wir haben einmal die Dragon Balls gesammelt, haben wir doch einiges geschafft. Vielleicht werde ich später nochmal heute die Dragon Balls sammeln, um dann mit euch zusammen quasi nochmal einen Wunsch zu machen. Hier sind noch ein paar Rehe, die werde ich jetzt nochmal schnell einfangen. Aber ansonsten, finde ich, haben wir eigentlich dieses Mal schon wieder sehr viel geschafft. Hat auch eine ganze Menge Spaß gemacht. Und ja, aktuell läuft halt Son Goku mit den Yadrat-Klamotten rum. Ich denke mal, das wird nicht mehr lange so sein, deswegen lasst uns diesen Anblick mit diesen coolen Klamotten noch einmal genießen. Ja, beim nächsten Mal werden sie wahrscheinlich umgezogen werden, beziehungsweise werden wir uns umziehen müssen. Aber ich würde sagen, wir machen dann für heute erstmal mit Dragon Ball Z Kakarot Schluss. Hat mir auf jeden Fall wieder sehr viel Spaß gemacht. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.